Vielen Dank, Frau Abg. Scheuch-Paschkewitz. – Als nächste Rednerin hat das Wort die verehrte Kollegin Lena Arnold. Sehr verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir aber noch zwei kurze Anmerkungen zu meinen Vorrednern. Herrn Schenk scheint das Thema dann nicht doch so wichtig zu sein, weil er den Raum wieder verlassen hat. Dann möchte ich der sogenannten Alternative für Deutschland, der echten Opposition, wie Sie sich gerade genannt haben, doch noch mit auf den Weg geben. Wenn Sie weiterhin Ihre Kritik so intellektuell begrenzt hier vortragen und Ihr Credo weiterhin die absolute inhaltslose Empörung darstellen soll, dann kann ich Ihnen sagen, sind Sie weder echte Opposition noch irgendeine Alternative, erst recht nicht für die Landwirte. Und den Kollegen Lotz und der verehrten Frau Knell biete ich gerne an. Sie hatten moniert, dass vieles nicht im Antrag steht. Alles das, was nicht im Antrag steht, das steht im Koalitionsvertrag. Da empfehle ich die intensive Lektüre. Und auch diese Ziele, die wir da verankert haben, da haben Sie daran gezweifelt, Frau Knell, die werden wir erreichen, und zwar mit allen gemeinsam. Und das werden wir Ihnen auch rechtzeitig mitteilen. Sehr gerne. Genau deswegen spreche ich Sie auch noch einmal an. Sehr verehrte Damen und Herren, unsere größtenteils familiär geführte bäuerliche Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Hessen. Genauso wichtig. Genauso wichtig wie alle anderen Unternehmen, die hier Arbeitsplätze schaffen, die ausbilden und die wichtige Produkte oder Dienstleistungen erstellen. Aber eins unterscheidet die Landwirtschaft von allen anderen Unternehmen. Unsere Landwirtschaft in Hessen, unsere Landwirte stellen nicht irgendein Produkt her, nicht irgendeine Dienstleistung. Sie produzieren das Wichtigste, was wir haben und was wir brauchen, nämlich unsere Lebensmittel. Das ist Ihre Leistung, für die wir jeden Tag dankbar sein sollten und die wir viel mehr wertschätzen sollten, als wir es bisher tun. Wir, damit meine ich nicht nur die Politik, sondern alle Menschen unserer Gesellschaft. Auf Basis höchster internationaler Standards werden hier in Hessen regionale und hochwertige Lebensmittel produziert. Die regionale Erzeugung. Die regionale Erzeugung und Wertschöpfung ist ein Garant für hohe Qualität und für Nachhaltigkeit. Und die Arbeit, die unsere Bäuerinnen und Bauern leisten, die dreht sich nicht nur um die Erzeugung von Lebensmitteln, sondern unsere Bäuerinnen und Bäuer sind auch Landschaftspfleger, sie sind auch Umweltschützer, egal ob der Betrieb konventionell oder ökologisch geführt wird. Und die Landesregierung behält unsere Lebensgrundlage, unsere Umwelt immer im Blick. Die Wahrung der Schöpfung und die Gewährleistung einer hohen Lebensqualität für unsere Kinder und unsere Enkelkinder sind eine unserer höchsten Maximen. Und wir müssen verdeutlichen, dass die Förderung unserer Landwirtschaft die Anerkennung von uns dafür ist, dass unsere Bauern hier unter höchsten Standards und strengen Regeln gute, ja sogar hervorragende Produkte erzeugen und gesellschaftliche Umweltleistungen erbringen. Wir schränken sie auf den internationalen Märkten ein, weil wir wollen, dass sie viel nachhaltiger und umweltschonender produzieren, als dies anderswo in der Welt gehandhabt wird. Das ist im Interesse der Nachhaltigkeit und auch der Sicherung einer heimischen Produktion richtig so. Und deshalb braucht Landwirtschaft unsere Unterstützung als Gesellschaft. Wir können in einer globalisierten Welt leider nicht erwarten, dass die Verbraucher diese gesellschaftlichen Leistungen deutscher und hessischer Bauern vollständig über den Preis finanzieren. Und deswegen ist es auch gut und richtig, dass wir in Hessen auch die nachhaltige Landwirtschaft entsprechend besonders würdigen und fördern. Wichtige Stichpunkte sind hierbei Biodiversität,
Klima, Wasser und Bodenschutz. Und weil die Biobetriebe noch etwas mehr tun und noch mehr Einschränkungen zugunsten der Umwelt akzeptieren, erhalten sie auch ein spezielles Förderangebot. Wir schaffen durch vielseitige Projekte und unseren Ökoaktionsplan nicht nur gute Rahmenbedingungen für ökologische Landwirtschaft und fördern ökologisch sowie konventionell erzeugende Betriebe. Wir schaffen damit auch Anreize für konventionelle Erzeuger, eine Öko-Umstellung zu vollziehen. Und diesem Ruf sind in Hessen bereits 14% der landwirtschaftlichen Betriebe gefolgt. Aber auch diejenigen, die nicht umstellen, haben wir im Blick und unterstützen wir gleichermaßen. Das ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Unsere Landwirtschaftspolitik zielt darauf ab, die bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten und ausdrücklich alle Betriebe in den Blick zu nehmen und gleichermaßen zu fördern. Das ist unser Ziel. Meine Damen und Herren, die hessische Landwirtschaft erfüllt viele gesellschaftlich existenzielle Aufgaben. Nahrungsversorgung, Erhalt der Kulturlandschaft und der Lebensräume für Umwelt und Arten, regionale Wertschöpfung, Tradition, die Wahrung von Arbeitsplätzen und der Attraktivität des ländlichen Raums, um nur einige Punkte zu nennen. Und wir können auf die Landwirtschaft nicht verzichten. Und deswegen möchte ich hier ganz klar betonen, wir als CDU-Fraktion verpflichten uns nicht nur der ökologischen Landwirtschaft, sondern stehen auch weiterhin fest an der Seite der konventionellen Betriebe. Wir wollen den Landwirten die Chance geben, am wachsenden Markt für ökologisch erzeugte Produkte zu partizipieren. Gleichwohl plädieren wir für die Wahlfreiheit. Wir wollen beratend und unterstützend zur Seite stehen, aber nicht diktieren und auch nicht erzwingen. Diese Methode hat sich bisher bewährt. Der Anteil an ökologisch bewirtschafteten Flächen liegt weit über dem Bundesdurchschnitt. Die vielseitigen Punkte im Ökoaktionsplan und im Halm sind folglich als Angebote für Landwirte zu verstehen, die in der ökologischen Ausrichtung ihres Betriebs eine Zukunft sehen. Alle Landwirte in Hessen können auch weiterhin auf bedarfsgerechte Fördermittel bauen, beispielsweise über das ELA oder das Programm Vielfältige Ackerkulturen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden in Hessen eine Landwirtschaft der Zukunft schaffen, die die hohe Nachfrage des Marktes erfüllen und für mich auch ein sehr wichtiger Punkt und für die Familien, die landwirtschaftliche Betriebe erhalten, ein ausreichendes Einkommen erzielen kann, egal ob ökologisch oder konventionell. Jeder, der für uns Lebensmittel auf höchsten Standards erzeugt, hat diese Unterstützung verdient. Herzlichen Dank an die Landwirte in Hessen. Herzlichen Dank an die Bäuerinnen und Bauern, die so viel Gutes leisten. Dies sollte heute noch einmal ausdrücklich Erwähnung finden. Und wir, die schwarz-grüne Landesregierung, sind ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Arnold. Der Fraktion der AfD stehen noch 2 Minuten 50 zu, und diese möchte die Frau Kollegin Pabst-Dippel nutzen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Landwirte und Landwirtinnen sind die, die gefördert werden müssen. Sie beackern den Boden, sie tragen Verantwortung für die Betriebsbewirtschaftungsform und Investitionsrichtung ihres Betriebes. Und sie haben jedes Interesse, nachhaltig zu arbeiten, und sie tun es auch. Diese Fachleute haben, wenn sie es ernst nehmen, ein Eigeninteresse daran, ihren Boden und das enorm wichtige Bodenleben zu schützen und zu stützen. Das geht aber nur regional bzw. sogar lokal, je nach Boden, Wetterlagen und Bedarfen.
Ich muss sagen, in meinem Heimatort Volkmarsen gibt es übrigens nicht mehr genug Fläche, dass ein Landwirt auf Ökobau, Ökolandbau umsteigen möchte. Ich kenne da einige Fälle. Eine europäische Landwirtschaft sollte es so also meiner Meinung nach nicht geben. Die negativen Auswirkungen von EU-Verordnungen habe ich schon vor sehr langer Zeit bei einigen Freunden in Österreich gesehen. Und wie passen in Ökoaktionspläne der Anbau von Energiepflanzen für die Energiewende und Windkraftparks auf Ackerflächen eigentlich zu Bodenschutz, Ökolandbau, Schutz von Bienen und Avifauna zusammen? Diesen Antrag kann man nur ablehnen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Papst-Dippel. Für die Landesregierung erteile ich der Staatsministerin Priska Hinz das Wort. Bitte schön. So, das geht aber mehr. Ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen, Frau Ministerin. Herr Präsident, ja, genau. Herr hochverehrter Präsident, meine Damen und Herren, die hessische Landwirtschaft genießt unsere volle Wertschätzung. So steht es als erster Satz im Koalitionsvertrag zu dem Teil Landwirtschaft. Und das ist so, das wird auch so bleiben. Und genauso in diesem Sinne werde ich auch die erfolgreiche Landwirtschaftspolitik in dieser Wahlperiode in konstruktiver Zusammenarbeit mit allen Verbänden fortführen. Und ich glaube, das ist der Pluspunkt, den wir uns erarbeitet haben als Koalition. Und auf diesem erfolgreichen Kurs wollen wir jetzt weitermachen. Das besondere Merkmal war, dass wir den ökologischen Landbau und die konventionelle Landwirtschaft im Sinne nachhaltiger Landbewirtschaftung, Gestaltung und fördern wollen. Das ist auch in großem Maße akzeptiert worden. Gräben, die es vor 5, 6, 7 Jahren gab, wurden zugeschüttet, und die Zusammenarbeit, der Dialog ist außerordentlich konstruktiv. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil die Landwirtschaft ist ja nicht nur dafür die Erzeugung gesunder Ernährung, sondern die landwirtschaftlichen Betriebe sind wichtig für die Pflege der Kulturlandschaft. Sie sind wichtig zur Sicherung von Arbeitsplätzen in den ländlichen Regionen und damit für die Wertschöpfung. Aus diesem Grunde werden wir eine umfangreiche Strategie für eine nachhaltige Landwirtschaft weiterentwickeln, die Beratung und Unterstützung bei der Digitalisierung natürlich beinhaltet. Das ist doch keine Frage. Und es ist egal, ob konventionelle Bauern oder Ökobauern, alle werden und wollen auf diese Technologien zurückgreifen. Und in diesem Sinne werden wir sie unterstützen. Natürlich ist es wichtig, dass der Tierschutz in der Nutztierhaltung weiter verbessert wird. Es ist notwendig, dass der Ökolandbau gestärkt wird, die regionale Erzeugung und Verarbeitung ausgeweitet wird. Und eine Pestizidausstiegsstrategie werden wir erarbeiten. Bei der Beratung zum Ausstieg aus Glyphosat sind wir schon sehr weit gekommen. Und, sehr geehrter Herr Lotz von der SPD, also, wenn der Bund mal so weit wäre, wie wir in Hessen schon sind, dann fände ich, dass er wirklich drei Saltos schlagen. Aber Ihre Probleme in der Großen Koalition zwischen Frau Schulze und Frau Klöckner, die lösen Sie mal bitte schön selber. Dafür sind wir hier im Hessischen Landtag nicht da. Meine Damen und Herren, Verbraucherinnen und Verbraucher wollen gesunde Lebensmittel möglichst aus der Region und immer mehr ökologisch produziert. Und auch die Bauern und Bäuerinnen selbst haben ja das Interesse, ressourcenschonend und umweltfreundlich zu arbeiten. Deswegen ist es notwendig, dass diese Leistungen, die gesellschaftlich erwünscht sind, auch entsprechend honoriert werden.
Das gilt für die Landesförderung, für die Bundesförderung, aber vor allen Dingen für die europäische Politik. Für die neue GAP-Periode werden wir unseren Einfluss in dieser Hinsicht weiter geltend machen. In Hessen haben wir da schon vieles erreicht. Wir haben aber auch noch sehr viel mehr vor. Wir wollen das Programm Vielfältige Ackerkulturen wieder einführen. Dieses Programm ist für mich auch ein besonders gutes Beispiel dafür, wie gerade für den konventionellen Ackerbau der gemeinsame Weg zu mehr Nachhaltigkeit beschritten werden kann. Das Programm schafft durch wechselnde Fruchtfolge mehr Pflanzengesundheit und Biodiversität. Es leistet obendrein einen Beitrag zur Begrenzung der Nährstoffabgaben und ist somit auch eine Antwort auf die Probleme des Gewässerschutzes. Und es ist vor allen Dingen ein Programm, das präventiv wirkt im Hinblick auf den Klimawandel. Es war so stark nachgefragt in der letzten Wahlperiode, dass wir es nicht mehr weiterführen konnten. Deswegen wird es neu aufgelegt, damit gerade auch die konventionellen Landwirte, die ja wollen, dass ihr Boden fruchtbar bleibt, die ja wollen, dass sie umweltschonender arbeiten, dass die auch die entsprechende Unterstützung seitens der Landesregierung erfahren. Meine Damen und Herren, das Dürrejahr 2018 hat die Landwirtschaft vor bisher nicht gekannte Herausforderungen gestellt. Nachträgliche Hilfsprogramme müssen in Zeiten des Klimawandels durch Prävention ersetzt werden. Es reicht nicht aus, immer nur im Nachhinein Nothilfe zu leisten. Die Landwirtschaft muss in der Lage sein, sich vorzubereiten auf Zeiten des Klimawandels. Und auch hier bekommen Sie unsere volle Unterstützung. Im Übrigen muss die SPD nicht auf ein Klimaschutzgesetz des Bundes warten. Der Hessische Klimaschutzplan hat ganz deutliche Reduzierungsziele auch für die hessische Landwirtschaft bereits beschlossen. Von daher arbeiten wir auch hier mit den Landwirten sehr konstruktiv zusammen. Meine Damen und Herren, unsere hessische Formel für den Ökolandbau lautet 25-25. Das heißt, wir streben an, 25% Flächenanteil für Ökoanbau bis 2025. Das ist ambitioniert. Damit wollen wir aber unseren bundesweiten Spitzenplatz behalten. Ich fand es vorhin vergnüglich, dass darauf hingewiesen wurde, wir sollen doch einmal nach Österreich schauen im Hinblick auf die Frage, wie die da eigentlich Landwirtschaft betreiben. Die sind schon über 20% Ökolandbau. Wenn das damit gemeint war, nehme ich den Rat gerne an. Also, wir werden natürlich mit Österreich auch in dieser Hinsicht weiterhin Kontakt pflegen, wie wir das bislang auch getan haben. Die Umstellungsbereitschaft der Betriebe ist ja ungebrochen hoch. Natürlich können wir das nicht befehlen. Das ist auch nicht ideologisch, sondern die Betriebe wollen das selber. Vor allen Dingen im Zuge eines Generationswechsels finden solche Umstellungen jetzt statt, weil die Landwirte sehen, das ist die Möglichkeit der Zukunft, ihre Betriebe zu sichern. Die Nachfrage im Markt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern wächst hier ungemein. Wir wollen unseren hessischen Bäuerinnen und Bauern diese Marktchancen erschließen helfen. Das finde ich folgerichtig. Die Nachfrage ist nicht nur im Ballungsraum in Hessen ungebrochen, sondern landesweit gibt es noch viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Bildungseinrichtungen, in der Gastronomie, im Catering z.B. Der Hessische Aktionsplan wird in dieser Hinsicht ebenfalls ausgeweitet fortgeschrieben. Und unsere 8 bestehenden Ökomodellregionen, werden, die ja Erfolgsrezept sind, werden ausgeweitet.
Ganz Hessen soll Ökomodellregion werden, weil die Landkreise, die landwirtschaftlichen Betriebe dieses so wünschen. Wir haben permanent Nachfragen dazu, auch Ökomodellregion zu werden. Wir sind auf der Erfolgsspur, und deswegen wollen wir auf dieser Spur auch weitergehen. Das hängt ja damit zusammen, dass Direktvermarktung und Regionalvermarktung in Hessen einen immer noch größeren Stellenwert einnehmen. Die landwirtschaftlichen Betriebe werden hier in ihrer Existenz gesichert dadurch. Und darüber hinaus auch Betriebe wie Schlachter, Bäckereien und Einkaufsläden, auch in den ländlichen Regionen, mit der Unterstützung der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen und Echt Hessisch, werden wir hier die Ökomodellregionen weiterentwickeln. Wir wollen nämlich, dass unsere landwirtschaftlichen Betriebe zukunftsfähig bleiben. Deshalb wird die Landesregierung weiterhin Investitionen in Modernisierung von Betrieben finanziell unterstützen. Das gilt für Einzelbetriebe genauso wie für die überbetriebliche Zusammenarbeit, beispielsweise bei Stellen, die aus Gründen neuer Erkenntnisse zum Tierwohl verändert werden müssen. Aber auch in der Digitalisierung werden wir uns weiterentwickeln in einem Kompetenznetzwerk mit Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es eine hervorragende Möglichkeit des Informationsaustausches. Meine Damen und Herren, die Biodiversität, der Klimaschutz, das Tierwohl, die Direktvermarktung, das alles sind Teile einer nachhaltigen Strategie für die Landwirtschaft. Die Landesregierung wird ihren Teil dazu beitragen, dass die bäuerliche Landwirtschaft in Hessen weiter eine Zukunft hat. Ich freue mich dabei auf Ihre Unterstützung. – Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, verehrte Frau Ministerin. In einer zweiten Runde hat sich der Abg. Grumbach, Fraktion der SPD, fünf Minuten gemeldet. Bitte schön, Herr Grumbach. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Problem ist, die Welt hat sich geändert bei allen Parteien, aber wir reflektieren es nicht. Ich will es mal ganz simplen Beispiel sagen. Ich habe den Spaß ja, dieses Thema in verschiedenen Rollen im Laufe von fast 30 Jahren zu bearbeiten. Es hat angefangen mit einer grünen Partei, die Inseln wollte, also sprich Ökobetriebe als Inseln in der normalen Welt. Heute sind wir einvernehmlich auf dem Punkt, dass wir in der Fläche eine Verbesserung der Produktion brauchen, eine ökologische Produktion, weil das insgesamt nur die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und der Landwirtschaft sichert. Erster Querstrich. Einverstanden. Zweiter Punkt. Wir haben dann angefangen mit debattiert mit einem Landwirtschaftsminister der CDU, Wilhelm Dietzel, der gesagt hat, dass mit dem Ökolandbau das ist doch alles nicht so wichtig, das ist eine kleine Nische, brauchen wir nicht. Sie können das nachlesen in Protokollen. Ich habe ihm freundlich gesagt, dort, wo ich wohne, ist ziemlich offensichtlich, dass das, was hessische Bäuerinnen und Bauern produzieren können, nur ein Bruchteil dessen deckt, was wir kaufen wollen, und dass das alles importiert werden muss mit den Transportkosten und Ähnliches mehr. Dort habe ich den Eindruck, hat es die andere Seite bewegt, nach dem Motto, lasst uns doch einmal schauen, dass wir diese Frage Ökolandbau ein Stück ausbauen, weil wir brauchen in der Tat mehr. So, das sind die Gemeinsamkeiten. Das Spannende wird nur, wenn die Reflexion unvollständig ist, nämlich dort, wo es nicht funktioniert. Und dort, wo es nicht funktioniert, ist relativ einfach. Wir haben dort den letzten Wasserbericht liegen, und die Nebenwirkungen der Landwirtschaft sind bei weitem nicht im Griff. Und ich finde es schon ganz spannend, wenn Sie in dem Antrag geschrieben ist, na ja, also wir haben all unsere Ziele erreicht und wir gleichzeitig wissen, die Nitratbelastung im Wasser steigt weiterhin ein. Wenn wir wissen, dass mit dem Insektensterben die Artenvielfalt immer noch weiter abnimmt, die sauberen Windschutzscheiben des letzten Sommers sind allen von uns bekannt, wenn wir wissen, dass die Bodenerosion weiter abnimmt, trotz all der Aktiven der Landesregierung, dann glaube ich, ist der Punkt, dass man eben nicht nur darüber reden muss, ja, es ist alles gut, sondern dass es die gemeinsame Aufgabe ist, darüber zu reden, was man an der Stelle ändern muss und wie man sich darum kümmern muss, dass die Nebenwirkungen von Landwirtschaft in der Weise begrenzt werden, dass andere Menschen und Kommunen mit ihrem Geld nicht leiden müssen, weil sie aufarbeiten müssen und Ähnliches mehr. So, das wäre das, was wir erwartet hätten.
Und ich glaube, wir täten uns einen Gefallen, wenn wir ein Stück die Gemeinsamkeiten auch gemeinsam tragen, aber auch schauen, wo die Differenzen sind. Und bei den Differenzen haben wir halt in der Frage der ökologischen Nebenwirkungen die witzige Situation, dass hier eine Landesregierung unter Beteiligung der GRÜNEN Ergebnisse lobt, die nicht zu loben sind, sondern wo wir noch riesige Aufgaben vor uns haben und wo der Satz, wir machen das irgendwann, nicht ausreichen wird, weil die Folgen auf die Trinkwasserversorgung z.B. können Sie in einer Reihe von Gemeinden, wo Brunnen geschlossen werden und andere Einrichtungen zur Wassergewinnung geschlossen werden müssen, weil sie so hoch belastet sind, ja sehen. Das heißt, wir haben dort noch etwas vor uns, wo Landwirtschaft mit anderen Punkten agiert. Wir sind uns, glaube ich, ein weiteres Mal einig in der Frage, wie weit Landwirtschaft sozusagen subventioniert werden sollte, nämlich dort, wo sie gesellschaftliche Aufgaben übernimmt. Da sind wir uns einig. Da muss man dann auch darüber reden, dass die gesellschaftlichen Aufgaben auch ordentlich so festgeschrieben werden, dass die Gießkanne ausgeschaltet wird. Zu den gesellschaftlichen Aufgaben gehören viele ökologische, aber auch sozusagen für die Landespflege wichtige Bereiche. Und dann komme ich zu einem Punkt, wo ich denke, dass wir überlegen müssen, wie wir weiterfahren als Politiker. Die Debatte Svenja Schulze und Frau Klöckner sozusagen zu fahren nach dem Motto der Europartei-Angelegenheit ist ein Punkt, der Gesellschaft nicht mehr im Blick nimmt. Wir haben in der Gesellschaft eine Debatte darüber, ob wir Klimaschutz ernsthaft betreiben oder ob wir das nicht tun. Und diese Debatte wird geführt zwischen verschiedenen Parteien auf verschiedenen Ebenen unterschiedlicher Weise. In der Bundesebene streitet SPD und CDU darüber, wo eine SPD-Ministerin versucht, Klimaschutz ernsthaft zu betreiben. Und ich sage mal ganz flapsig, Frau Ministerin, es wäre dann vielleicht nicht schlecht, wenn wir in eine Situation bekämen, dass die, die sich Klimaschutz offiziell auch auf die Fahnen geschrieben haben, sie dabei unterstützen, statt zu sagen, das ist euer Problem. Nein, es ist ein gesellschaftliches Problem, ob wir das hinkriegen oder nicht. Das macht diese Anträge so schwierig. Lobeshymnen für Dinge, die eigentlich nur teilweise zu loben sind, auf der einen Seite, und das Drücken vor Problemen auf der anderen Seite und das Festlegen auch in der gesellschaftlichen Debatte, selbst dann, wenn es parteipolitisch die Fronten ein bisschen schwierig sind, das wäre etwas, was wir von der Landesregierung auch erwarten können. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Kollege Grumbach. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann damit ist die Aussprache über den Antrag von der Fraktion der CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, nachhaltige Landwirtschaft in Hessen weiter fördern und unterstützen, abgehalten. Überweisen wir ihn in den ULA. So machen wir es. Alles klar.